Für alle, die Big Wave Surfing zu öde und Schach zu strategisch finden. Wie wäre es mit einer Runde Mongol Bock, Ovare oder Erenisch? Kirgisistan in Zentralasien. Ein kleines Land zwischen Kasachstan, Tadschikistan und Usbekistan. 6,2 Millionen Einwohner. Seit 2011 finden hier die World Nomad Games statt, die alternative Olympiade der nomadischen Traditionssportarten. 2000 Athleten treten hier in 37 Sportarten an. Zum Beispiel im Dalbar, der Falkenjagd. Im Kökbörü, sowas wie Rugby auf Pferden. Oder im kirgisischen Bogenschießen. Athletin Aslana Yim Ashirora ist zum zweiten Mal dabei. Ich trete heute mit den Bogenschützinnen an. Wir nehmen an einem Wettbewerb teil, bei dem Bogenschießen mit Gymnastik kombiniert wird. Wir hoffen, dass wir gut abschneiden werden. Bei den Nomad Games wollen wir unsere kirgisischen Traditionen aufleben lassen. Wir wollen der Welt zeigen, wie wir in Kirgisien leben. Hier treten die besten Sportlerinnen und Sportler des Landes an, zum Beispiel Bogenschützen und Reiter. Die Games stehen aber auch Nicht-Nomaden offen. Lavelle Marshall kommt aus den USA und ist spezialisiert auf mongolisches Wrestling. Er ist zum ersten Mal dabei. Wir sind endlich in Kirgisistan angekommen und das ist großartig. Die Anreise war ziemlich abenteuerlich, wenn man es mit anderen Wettkämpfen vergleicht. Aber es ist total cool hier. Wunderschöne Landschaften, die Leute, alles extrem spannend. Ich habe mich viel mit nomadischer Kultur in der Mongolei beschäftigt. Hier ist es sehr ähnlich. Ich bin bereit für den Wettkampf. Noch eine Stunde, bis es losgeht. Zeit für das traditionelle Warm-up, den Eagle Dance. Ich trete hier im mongolischen Wrestling dem Mongol Bock und im türkischen Wrestling dem Abagoresh an. Das ist eine der ältesten Techniken überhaupt. Die Athleten hier kommen aus vielen unterschiedlichen Ländern und wresteln ganz anders, als ich es gewohnt bin. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß am Sport. Auch wenn das hier nicht unbedingt die Stile sind, die ich kenne, will ich möglichst viel lernen und mit nach Hause nehmen, um den Sport in den USA zu pushen. Marshall Lowell from the United States of America. Seinen Kampf gegen den russischen Meister im Mongolbock hatte sich Lavelle Marshall aber dann doch ein bisschen anders vorgestellt. Nach 20 Sekunden ist schon Schluss. The winner is Russia. Es war interessant. Ich durfte gegen den Champion antreten. Großer Kerl, ziemlich schwierig. Aber ich habe heute viel über die Kultur gelernt. Ich habe zwar schon mal mit mongolischen Athleten trainiert, bin aber bei einem Wettkampf noch nie auf diesem Level und in dieser Kategorie angetreten. Das war schwierig. In meinem Stil geht es eher um Schnelligkeit. Das hier ist das genaue Gegenteil. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen.
Man kann hier bis zu 2 Stunden im Ring stehen. Bogenschützin Aslana Yim Ashirora hat die traditionelle kirgisische Sporttracht inzwischen gegen ihr normales Alltagsoutfit ausgetauscht und ist auf dem Weg zum wichtigsten Wettkampf der World Nomad Games, dem Kökbörü. Kökbörü ist sowas wie die zentralasiatische Mischung aus Rugby und Polo und Nationalsport. 2 Reiterteams kämpfen dabei auf einer Spielfläche von 1,5 Fußballfeldern um einen ca. 40 Kilo schweren Ziegenkadaver. Der muss in 3x20 Minuten möglichst oft im gegnerischen Tor versenkt werden. Am Ende gewinnt Gastgeber Kirgisistan. Ich finde es gut, die Tradition zu bewahren. Natürlich geht das heute nicht mehr zu 300%, aber vielleicht doch zu 99%. Es ist wichtig, die nomadischen Traditionen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Das funktioniert auch für andere Teilnehmer der Spiele wie Lavelle Marshall. Er will die 17 Wrestling-Sportarten der World Nomad Games im nächsten Jahr sogar noch ein bisschen genauer studieren. Ich plane, in den kommenden Monaten in die innere Mongolei zu ziehen. Dieser Trip hier hat mich dazu nochmal ermutigt. Ich liebe die Kultur hier und Wrestling ist so ein wichtiger Teil davon. Es ist großartig, wenn man an einem solchen Ort zusammen mit anderen das ausüben kann, was man liebt. Das macht einen glücklich. Ich werde sicher auch noch mal hierher kommen, wenn ich im Nachbarland unterwegs bin. So unterschiedlich wie es scheint, sind unsere Kulturen am Ende gar nicht. Es ist das Gleiche, nur in einem anderen Gewand.